Moin, moin und herzlich willkommen zurück hier beim Transportgiganten im Jahre 1943. Ja, letzte Folge haben wir Leipzig erfolgreich angebunden. Mit einer schön rentablen Strecke. Jetzt hatte ich ja schon am Ende der letzten Folge auch schon ein bisschen innerlich am Kopf rumgeplant, dass wir hier uns die Ölbohrtürme schnappen und Öl Richtung der... Oh, Jahreswechsel. Richtung der Raffinerie hier liefern. Finde die Idee immer noch super. Das heißt, ich werde mal eben ganz kurz eine kurze Zugverbindung herstellen. Weil das ist ja natürlich immer noch so ein kleiner nerviger Bug. Verdammt. Ich mache einfach hier per Weiche. Wird ja eh nicht genutzt. Das ist leider immer noch ein kleiner nerviger Bug. Den haben sie seit Beginn an des Spiels nicht weggefixt. Und zwar müssen alle, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, es müssen alle Schienen miteinander in irgendeiner Form verbunden sein. Das heißt, ich kann keine unabhängigen Bahnhöfe zum Beispiel bei eben so ganz spontan aufbauen, so wie hier jetzt. Einfach eine ganz eigene Strecke aufbauen, ohne Verbindung zu irgendeiner bestehenden Schiene. Kann ich nicht machen. Weil dann sagt er, nö, kannst du nicht bauen. So, das ist so ein bisschen nervig, aber gut, man hat damit gelernt zu leben, tragisch Art und Weise. Und dass sie es in über 20 Jahren nicht geschafft haben, diesen Bug zu beheben, ja, lässt auch tief blicken, sagen wir es mal so. Aber trotzdem ist das Spiel immer noch schön. Ich mag es immer noch. So, nee, die ist mir zu klein, die Kurve. So, ich baue jetzt die Strecke hier mal auf. Gleich hinter der Kurve muss eigentlich die Brücke starten. Ja, tatsächlich sogar. Zack, kann ich bis dahin. Kostet uns 26 Millionen, der ganze Spaß. Aber das wird sich lohnen. Das wird sich lohnen. Wie hoch muss ich denn ungefähr? Ich würde mal sagen, knapp an dem, an der Industrie hier vorbei. Dann kommt eine seichte Kurve. Hier längs. So, nächste Brücke. Das wird so teuer. Egal. Zack. Muss nichts Großes sein. 45 Millionen jetzt. Dankeschön. Ich habe gerade mal 72 Millionen, ne? So, gerade mal vor allem. okay. Dann hier links. Jetzt muss ich so ein bisschen die S-Form einbringen. Hier. Ich mache das wieder so zu. Warte mal. So. Gegebenenfalls. Einfach so, dass ich die Möglichkeit habe, den Bahnhof noch weiter zu erweitern. Um noch neue Strecken daran aufzumachen. So. Jetzt heißt es ein bisschen rumtesten. Könnte ich machen. Ich könnte aber auch die ganz große nehmen. Bumm, Direktanschluss. So. Damit haben wir das auch erledigt. Das war jetzt ein Haufen Geld. Normale Wirtschaftslage. Ja, wir verdienen wieder richtig Knete. Okay, was brauchen wir hier? Wir brauchen definitiv einmal einen Kran. Ein Kran vielleicht erleichtert einen das Verladen von Gütern. Und sorgt dafür, dass es schneller geht. Das ist immer gut. Das mache ich hier natürlich auch nochmal. Und auch nochmal den Kran. Und dann schauen wir uns mal an, was für einen Zug wir haben wollen. Das Ding produziert im Monat 49 Fässer Öl. So, jetzt brauche ich natürlich einen Zug, der das auch stemmen kann. Das Schöne ist, er hier, jetzt müssen wir mal gucken. Öl. Da. 12 Fässer kann er alleine ziehen. Was haben wir bei ihm? Der ist noch ein bisschen stärker. Warte mal. Okay, wir gucken uns einfach den neuen Zug an. Jahreswechsel, ich habe das gerade gemerkt, weil es schon wieder so ruckelt. So, das ist ein richtig schöner, starker Zug. Der ist einigermaßen schnell. Der fungiert mit Oberleitung. Sehr schön, also kein Kohlezug. Dann schauen wir doch mal, wie viel Öl der Gute hier ziehen kann. 22 Fässer. Das ist doch mal mega. Man könnte also 2 Stück davon kaufen. Dann sind wir beim Kaufpreis von 8 Millionen. Aber ganz ehrlich, dann sind wir, wenn wir den zu 100% auslassen, bei 44, 49 kann das Ding im Monat produzieren. Jedes Mal, wenn der also ankommt,
macht er einmal den kompletten Zug voll, ohne warten zu müssen. Und fährt dann sofort wieder los. Finde ich mega gut. Kaufen wir uns. Frachtpreisänderung bei Textil. Das interessiert mir auch herzlich wenig. Dann hämmern wir den hier da rein. Und dann geht er los. Wir gehen bis 100%. Beziehungsweise bis zum 44. Waggon. Hämmern das da rein. Warten bis beladen. Jetzt geht er runter hier zu unserer Raffinerie. Das ist ein Anschlusspunkt. Warten bis entladen. Und go. Jetzt haben wir auch unseren Zug hier. Alter Schwede. Da geht er voll. Da geht das los. Unser erster Ölzug fährt los. Der ist auch relativ schnell tatsächlich mit 62 km/h. Bin mal gespannt, was der uns einbringen wird. Aufgrund seiner Größe und dadurch, dass er nirgendwo gestoppt wird, weil überall eine Brücke ist, da wo es nötig ist, glaube ich, wird der uns richtig schnell rentabel was einbringen. Das können wir generell ja gleich mal gucken. Auch die ganzen anderen Züge, die wir jetzt ja mittlerweile fahren haben, da steht ja drin, wie viel die uns mittlerweile ja eingebracht haben. Ne? Das können wir uns ja mal angucken. Und er bringt mit dem ersten Schwung gleich schon. Ich muss ja erst mal warten, bis er entladen ist. Kostet natürlich ein bisschen Zeit. 1,23 Millionen. Mit einer Tour. Das heißt, er fährt, ich sage mal, grob über den Daumen gepeilt. Die Strecke hat uns gute 50 Millionen gekostet. Sagen wir mal 60 Millionen. Dann nochmal 8 Millionen für den Zug. Also 68 Millionen. Dann fährt er so ungefähr roundabout 60 Mal hin und her. Und dann hat er den Kaufpreis wieder drin. Und das wird er relativ schnell machen. Das ist doch schon mal cool. So, hier kann man jetzt nämlich auch schon mal sehen. Insgesamt hat der Zug uns hier zum Beispiel in der kurzen Zeit, in den 2 Jahren, fast 6 Millionen eingebracht. Ist auch mal schon mal mega gut. Und der hat sogar noch die Wirtschaftskrise miterlebt. Das heißt, der hat noch eine ganze Zeit zu knabbern gehabt. Das können wir uns jetzt mal bei den ganzen anderen Zügen auch mal angucken. Wir haben ja zum Bleistift. Haben wir hier unsere Züge. Da haben wir noch eine alte Dampflok. Ach du Schreck. 50 Millionen hat die kleine Dampflok uns eingebracht. Er hier. 17 Millionen. Seit der Modernisierung. Muss man mal sagen, ne? Die Strecke selber hat uns schon bei weitem mehr eingebracht. Aber seit der Modernisierung ist es bei ihm hier auch 17 Millionen. Du musst definitiv mal erneuert werden, glaube ich. So nett es ist, aber jetzt ist wieder Jahreswechsel. Bumm, danke. Dann Fabrikerweiterung, Baumaterialindustrie. Welche Fabrik ist das? Das ist eine von uns? Nö. Gehen wir mal wieder hoch nach Berlin. Denn wir haben jetzt ja gerade den einen Zug da weggenommen. Die Strecke muss nämlich noch erneuert werden. Der Ölzug, wie viel hat der uns eingebracht bisher? Ist jetzt seit 7 Jahren unterwegs. 7,4 Millionen eingebracht. So mega. Kann man doch nichts sagen. So, wir müssen hier mal eben ganz kurz was erneuern. Ich habe gerade gesehen, da ist ja noch was gar nicht auf dem technischen jetzigen Stand hier. So, das bringen wir doch jetzt mal in Ordnung. Da ziehen wir eine Kurve ein. Bums. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich bis zur Kurve erneuert? Ja, habe ich. Gut. Dann einmal hoch. Ich glaube, jetzt geht es bald nur noch gerade. Nee, ja, doch. So. Und so. Gleich mal bauen. Das sind mal 4,3 Millionen, aber da zahle ich aus der Portokasse. Nicht wahr? Das stört uns ja hier nicht so. Und dann können wir nämlich die gute Lok hier, die hat 36 Jahre geackert, hat uns richtig Geld eingebracht. Jetzt gibt es eine neue. Jetzt gucken wir uns mal die Auslastung an, bevor ich jetzt hier irgendeinen random Zug kaufe. Nach Berlin möchten 700 Leute tatsächlich. Holla die Waldfee, das ist gar nicht mal so wenig. Die Stadt ist ordentlich gewachsen. Neue Attraktion wird gebaut. Ja, das ist ja schön, aber ganz ehrlich, ich baue da jetzt nicht für jeden Scheiß. Aber gut. Und ihr möchtet auch 700 Leute. Gut, dann kann ich ja getrost. Kaufe ich den sogar?
Weil dann hätte ich die 700 Leute drin, plus die, plus die Post. Finde ich gut. Machen wir so. Was? Fabrik stillgelegt, Nachfrage geschlossen, Eisenmine. Ja, kann sein. Tschüss. So. Da rein. Dann. So würde ich sagen. Ja, das sind knapp 700. Dann nochmal ein bisschen Post hinterher. Das müsste eigentlich gehen. Warten bis beladen und entladen natürlich. Und dann hoch nach Sexin. Ich nenne das jetzt immer noch so. Bisher hat mich ja noch keiner korrigiert. Also von daher scheint es ja in Ordnung zu sein. Und go. So, neue Produktionsstätte. Bauxitmine tatsächlich. Okay. Na gut. So, mal gucken. Oh. Gut, dass das hier gar nicht so wegstirbt. Und der erste modernisierte Zug nach Sexin fährt los. Ist ordentlich lang geworden. Mal gucken, was die Strecke uns jetzt bringt. Da bin ich immer neugierig. Ne? Man muss ja wissen, was einen das Ganze jetzt einbringt. Frachtpreisänderung von Kassel, zweifache für Käse. Ja gut, dafür bin ich nicht zuständig. Das kann irgendwer anders machen. Dann, jo. Sage und schreibe auch mal eben so 500.000. Das muss man auch erstmal machen. Vollkommen legitim. Ein bisschen warten ist noch angesetzt. Aber ganz ehrlich, wenn die beiden Städte, beziehungsweise wenn die Verbindung weiter wächst, wird das mit dem Warten auch ganz schnell erledigt sein. Und dann ist es noch rentabler, weil dann entsteht keine Wartezeit mehr. Und dann kann man die Strecken ganz normal fahren lassen. Der Zug hier auch schon 33 Millionen eingebracht. Das ist auch schon einfach nur insane. So, hier kriegen wir schon die ersten Schiffe rein. Wir sind jetzt auch kurz davor, in die 50er Jahre reinzukommen, muss man auch mal sagen. Das ist schon stark. Das ist schon richtig stark. Richtig ein gutes Geld. Wie sieht es denn generell finanziell aus? 32 Millionen im letzten Jahr. Das ist schon sportlich. Das ist schon richtig, richtig sportlich. Und das trotz Baukosten und trotz Kaufkosten von Zügen. Personentransport ist gestiegen um 3.000, fast 4.000. Da geht aber noch mehr. Da geht noch mehr, bin ich mal der Meinung. Da oben drehen die LKWs durch. So, dann haben wir hier Dresden. Ich war ja jetzt vorher in Leipzig. Hier haben wir Dresden. Nach Leipzig möchten 500. Vielleicht kann ich da ja erstmal die Strecke aufbauen. Dresden-Leipzig. Mal gucken. Wollt ihr denn auch nach Dresden? Ja, wollen sie. Gut, dann würde ich mal sagen, ziehen wir auch gleich mal die Verbindung auf. Dresden-Leipzig, das kriegen wir in der Folge hin. Erstmal hier. Bumm, Gleiserweiterung. Und dann geht er los. Mit dem Streckenbau. Relativ einfach zum Glück. Relativ ist gut. Einfach nur geradeaus. Mega, das ist doch super. Und dann kann ich das getrost schön in weiter Ferne aufbauen. Zack! Damit man der Stadt nicht so ins Gehege kommt und die Stadt mir auch nicht mit dem Bahnhof so ins Gehege kommt. Zack, wird aufgebaut. Kurze Erweiterungen dazu reingesetzt. Werkstatt wird aufgebaut. Dann Postfiliale und auch nochmal ein Kiosk. Zack! Und ein Zug. Was haben wir gelesen? 400, 500 Leute so in den Dreh werden in der Strecke transportiert. Welchen Zug haben wir jetzt nach Sassin eingesetzt? Moment, hä? Wieso habe ich noch einen Zug da oben liegen? Und da auch noch einen von den neuen Zügen? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn hier fahren? Was fährt hier auf sich? Hä? Da fährt ein moderner. Habe ich zwei gekauft? Okay, ja. Wie auch immer. Gut, dann haben wir halt einen Zug schon mal. Sehr schön. Soll mich nicht stören. Dann. Hier losgestartet. Personentransport. Ich mache mal so. Ein bisschen Post. So. Und dann ab nach Leipzig. Zack.
warten bis Beladen und Entladen an beiden Bahnhöfen. Bam! Dresden-Leipzig, die Strecke ist jetzt auch aufgebaut. Mega gut. Hat zwar nicht so eine überdimensionale Länge, aber ganz ehrlich, das wird auch Geld sein. Ich sag mal 300.000? Bestimmt. Und ich lag... 250, knappe 250.000. Aber hey, vollkommen in Ordnung. Voll gut. Der Bahnhof wird davon auch profitieren. Vor allem die, ne, durch die Postfiliale und den Kiosk werde ich nochmal extra Geld einnehmen. Das werden nochmal richtig schöne Gebäudeeinnahmen. Die werden gleich nochmal hier aufploppen. Vielleicht, wenn es genug war. Das müsste man... neue... 42.000, da war es eben ganz kurz. Geil, neue Bahn. Was haben wir denn da? Wer ist denn das? Wer oder was ist das? Da haben wir eine Diesel-Lok. Wir haben unsere erste Diesel-Lok hier. Juhu, geil. Das heißt, ich muss jetzt noch nicht mal zwangsweise mit Oberleitung arbeiten. Ist gar nicht mal so lahmarschig. Hat... Oh, aber eine hundsmiserable Verlässlichkeit. Eieieiei, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Durchschnittlich. Ich würde dann tatsächlich noch lieber auf unsere E-Lok umsteigen. Die ist zwar nur 5 km langsamer, aber hat eine höhere Zuverlässigkeit. Wie sieht es denn da aus mit den Reparaturkosten? Betriebskosten 30, Reparaturkosten 260 und hier? Ja, ist beides noch ein bisschen teurer, ne? Aber gut, die Lok leistet auch viel mehr, muss man auch mal sagen. Ist zwar stromabhängig, aber leistet auch mehr. So, Holzpreise steigen, sehr schön. Soll mich aber nicht interessieren, weil ich nichts in dem Bereich habe bisher. Aber... Jetzt haben wir Leipzig-Dresden verbunden. Das ist schon mal viel wert. Von Dresden nach Berlin wollen die, glaube ich, auch. Habe ich das richtig gelesen? Dresden, Berlin. 800 Leute. Das wäre doch mal schnucklig, wenn wir da nochmal hier an dem Bahnhof was ranbekommen. Warte. Leipzig. Nö. Die wollen nicht nach Dresden? Krass. Ich hätte jetzt gedacht, die wollen auch nach Dresden. So gar nicht tatsächlich. Ha. Okay. Irgendwie doof. Das wäre dann so ein One-Way-Umzug, ne? Lohnt das? Ich weiß ja nicht. Ansonsten. Was haben wir denn hier unten noch, was wir hier verbinden könnten? Ich glaube, hier unten müsste relativ... Goldesel. Ich habe die 100 Millionen geknackt. Yay, geil. Hatte ich das Achievement noch nie vorher? Na gut. Hier, weil ich immer viel schneller ausgegeben habe, ne? Na gut. Wir haben hier Dresden. Was haben wir denn hier? Wer ist denn er hier? Sportstadion. Braucht Ziegel tatsächlich. Okay. Kiesgrube. Ah. Hier wäre tatsächlich eine Ziegelei. Wenn jetzt hier noch irgendwo eine Lehmgrube ist, dann eine Tongrube meine ich, dann hier ist auch eine Ziegelei. Aber hier kann keine Tongrube. Das wäre ja nämlich noch mega, weißt du? Dann höre ich einfach mal eine fette Produktion von Ziegel aufbauen. Aber ich habe gerade keine Tongrube in der Nähe. So scheint mir. Kohle habe ich hier. Ha. Das ist ein bisschen doof. Was haben wir hier? Sägewerk. Das ist Sägewerk, ja. Ha. Menno. Na gut, das hätte jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen was gebracht, aber dem soll nicht so sein. Was können wir denn ansonsten hier noch für... Das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass hier keine Tongrube ist. Was haben wir hier? Papierfabrik. Da haben wir eine Tongrube. Oh, bitte. Da haben wir eine Tongrube. Mit einem Zug, Weiche von hier aus, rangebaut, runter zur Ziegelei und dann zum Sondergebäude. Das wäre eine Möglichkeit. Das müssen wir mal für die nächste Folge ins Auge fassen. Denn das war es nämlich schon mit dieser Folge. Wir haben es jetzt echt geschafft, 45.000 Menschen zu befördern. Das ist schon echt eine saugeile Leistung. Es geht bergab. Jetzt geht die Wirtschaft schon wieder bergab. Aber gut.
sonst nicht stören. Wir haben gute, profitable Strecken aufgebaut und das ist das, was zählt. Das ist das, was ich wollte. 122 Millionen auf dem Konto. Das ist auch eine stattliche Summe. Damit haben wir guten Geldpuffer, auch für die nächsten Modernisierungen, die ja demnächst auch anstehen könnten. Ja, und dann würde ich sagen, wie gesagt, für Tipps, Tricks oder je nachdem, wie euch das Spiel gefällt, haut das mal unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gerne den Kanal abonnieren, Glocke einschalten, damit ihr nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, schaut doch gerne bei Timberborn vorbei. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.